Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Wir machen weiter im Weihnachts-Countdown 24 Tage, 24 Paletten, heute mit Lois Cosmetics. Wenn ihr also wissen wollt, wie die Palette von Lois Cosmetics aussieht, dann bleibt unbedingt dran und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, schön, dass ihr mich gefunden habt. Hier geht es um Make-up, um farbenfrohes Make-up, außergewöhnliches Make-up, aber vor allen Dingen spreche ich hier über Indie-Brands, die ihr nicht auf jedem deutschsprachigen Kanal zu sehen bekommt. Denn die sind meine große Leidenschaft. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch gleich ein Abo da. Mittwochs und freitags lade ich Videos hoch, aber jetzt im Dezember gibt es jeden Tag ein Video bis Heiligabend. Also, nach dem Intro starten wir direkt in den Look. Hi, ich habe mir mein nächstes Weihnachtskrönchen aufgesetzt und wir schminken heute mit der Lois Cosmetics Palette Meet Me in the Underworld. Und so sieht die Color Story aus, kommt mit einem schönen großen Spiegel und wir schauen mal, was ich damit Schönes schminken kann. Ich möchte natürlich so abwechslungsreich wie möglich hier die Looks für euch begehen und muss jetzt mal kurz Revue passieren lassen, was wir jetzt alles schon so geschminkt haben. Ich werde heute so ein bisschen bronzy und golden werden und ich fange hier mit der Farbe Myth an. So, das ist so ein schönes, helles, orange, gelbes Braun und ich denke, das passt auch richtig schön zu meinem gelben Oberteil mal wieder. Oh, ich habe die schon so lange nicht mehr in der Hand gehabt, die Palette. Das macht mir eben wirklich so viel Spaß, gerade an diesem Format, was ich mir überlegt habe für Weihnachten, weil ich eben jetzt nochmal die Gelegenheit habe, vor Jahresende 24 meiner Schätzchen nochmal so zu sichten, die ich vielleicht dieses Jahr gar nicht in der Hand hatte. Ich kann es euch jedenfalls sagen von der Lois Cosmetics Palette, ich hatte die dieses Jahr noch gar nicht in der Hand und ich finde dann spätestens zum Jahresende sollte man doch vielleicht mal seine Schätzchen noch mal so besuchen, sag ich mal. So, also ein ganz unspektakuläres, harmloses Braun. Ich nehme mir jetzt die Farbe Hades. Ich glaube, Hades ist kein Braun, sondern eher so ein Braun. Rot? Nee, doch, ist ein Braun. Okay, ich war mir nicht sicher. Im Pen hätte das jetzt auch tatsächlich ein Rot sein können. Aber es ist wirklich ein schönes Braun, was gleich wieder so ein schönes Drama hier mit reinbringt. So eine schöne Tiefe in den Look. Bei den Nachbarn sind schon wieder die Bauarbeiter. Die sehe ich schon wieder, wie ich hier schminken. Zu geil, wirklich zu geil. Sehr, sehr nice. Ja, also ich drehe jetzt hier nach dem Video drehe ich ein anderes für euch. Auf das freue ich mich auch schon richtig, richtig lange. Ich nehme mir einen größeren Pinsel und gehe nochmal in die Farbe Myth rein. Das will ich schon eine ganze Weile für euch drehen und endlich sind alle Produkte dafür da. Und es geht mal nicht um Make-up. Es geht aber auch um Beauty und ich bin echt gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet, wie ihr das dann so findet. So, ich bin dann auch quasi schon so weit, in die Shimmer Shades zu gehen und ich gehe jetzt quasi in Lyre und dann auch noch in Orpheus. Und jetzt bringe ich mir aber erstmal Lyre, diesen schönen bronzigen Schimmerton, den bringe ich mir hier hinten hin zu dem dunklen Braun. Das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist so ein warmes, kupfernes Braun. Finde ich sehr, sehr schön. Das will ich ungefähr auf der Höhe so lassen. Und dann gehe ich in Orpheus rein mit meinem Zeigefinger. Und Orpheus ist so ein ganz schönes Gold mit so einem ganz leicht grünen Einschlag. Und das bringe ich mir jetzt hier vorne hin. Und auch relativ weit an den inneren Augenwinkel. Und ich finde, das sieht so, so schön aus. Das sieht auch so ganz klassisch weihnachtlich, finde ich. Gold und Bronze, beziehungsweise so Kupfertöne. Unheimlich schön für Weihnachten. So, das Gold hole ich mir auch hier in den
inneren Augenwinkel. Es sieht immer ein bisschen wüst aus. Wenn ich dann off-camera weitermache, dann sieht das meistens immer ein bisschen besser aus, weil ich dann konzentrierter die Schimmertöne ans untere, also an den unteren Wimpernkranz ranbringen kann. Im Endeffekt habe ich jetzt hier unten das Lyre auch nochmal hier. Da habe ich Orpheus und das wäre dann auch schon der Look. Ich mache das andere Auge fertig. Wir sind hier ratzifatzi, wir heizen hier durch. Aber daran merkt man einfach, wie schön und unkompliziert diese Paletten sind. Ich schnack nicht lange, ich mache jetzt den Rest fertig und dann sehen wir uns gleich mit dem Endergebnis wieder. Ich komme mir vor wie die Christbaumkugeln, die ich auf dem Kopf trage. Ich finde den Look so, so schön. Ich glaube, er ist auch abwechslungsreich genug für die Videos. Hier oben kommt ihr übrigens zu anderen Videos von mir. Hier unten lasst ihr mein kostenloses Abo da. Ich freue mich, wenn die Community wächst. Wir sehen uns morgen mit der nächsten Palette wieder. Bis dahin, passt schön auf euch und eure Mitmenschen auf. Bis dann, ciao.